Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen Tag, meinen allerersten Tag. Und zwar den Stoppen oder Schicken Tag. Und was das ist, das erkläre ich euch jetzt. Also ich habe den Tag bisher nur auf Englisch gesehen. Und da heißt der Rip It or Ship It. Und ich weiß nicht, ob es ihn schon auf Deutsch gibt. Wenn ja, dann bitte schreibt mir, wer es auf Deutsch gemacht hat, denn ich kenne keinen. Also möchte ich damit anfangen. Und zwar der Original-Tag ist von Emma Books. Die hat es praktisch sich überlegt und das ist ein kleines Spiel. Dafür braucht man ganz viele Zettelchen mit unterschiedlichen Charakteren. Und dann zieht man immer zwei Zettel und überlegt sich dann, ob man das Pärchen, das neue Pärchen unterstützt und... Also auf Englisch heißt es halt Ship It und ich habe es jetzt mal total toll übersetzt mit schicken. Sowas wie ins Glück schicken, in die Liebe schicken, zusammen wegschicken, was weiß ich nicht alles. Und wenn man sich das überhaupt nicht vorstellen kann, dann dann stoppt man es. Auf Englisch heißt es halt Rip It, also zerreißen. Und wenn man sich diese Personenkonstellation überhaupt nicht vorstellen kann. Und ich fand es immer ziemlich lustig und darum habe ich gedacht, ich probiere das auch mal aus. Und ja, viel Spaß bei diesem Tag. Probieren wir es einfach mal aus, würde ich sagen. Okay, ich greife mal rein. Tue mal zwei Zettel. Seid ihr zwei? Ja. Okay, das erste Pärchen ist... Okay, Mare von... die rote Königin bzw. Red Queen und Tyrion von Game of Thrones. okay. Wow, ich weiß nicht so richtig, was ich sagen soll. Ich glaube, unterschiedlichere Charaktere gibt es einfach nicht. Mehr ist ja eher so die kampflustige, die starke, die, ja, ein Stück weit auch die Gesunde. Und Tyrion ist ja der Kleinwüchsige aus Game of Thrones und er kämpft eher mit dem Kopf als mit Hand und Bein und Mare ist da eher so einfach mit dem Kopf durch die Wand. Ich glaube nicht, dass die ein gutes Pärchen abgeben würden. Ich möchte Tyrion mehr einfach nicht zutrauen, weil mehr ist, glaube ich, schon so eine... Da muss man sich schon drauf einlassen. Und mehr ist, glaube ich, nicht so die Liebesbedürftige, die die Zuspruch verteilt und so weiter. Also, keine Chance. Stoppen. Weiter geht's. Okay, was jetzt? Valentine von der Mortal Instruments Serie, also City of Bones und so weiter von Cassandra Clare. Zusammen mit Tessa von der After-Serie von Anna Todd. Wow, oh mein Gott. Ja, Tessa steht ja auf Bad Boys, wie man bei Hardin sehen kann. Allerdings könnte Valentine ein bisschen zu bad sein. Er hat ja nicht wirklich irgendwas Gutes an sich so. Und Tessa ist ja auch eher so die Unschuldige und ein bisschen naiv und würde sich super von Valentine manipulieren lassen. Ich glaube, Valentine fände so eine Tessa gar nicht mal so schlecht. Ich möchte Tessa aber ungern so dem Bösen überlassen. Aber vielleicht schafft sie es ja auch ein bisschen, Valentine das Gute einzuflößen. Was ich mir irgendwie schwer vorstellen kann. Aber wisst ihr was? Ich schicke das. Ich schicke die beiden in ihr Glück. Okay, als nächstes. Das sind drei Kärtchen. Brauche nur zwei. Triss aus der Divergent-Serie. Whoops. Da ist sie auch schon weg. Zusammen mit Cersei aus Game of Thrones. Okay. Auch wieder ein guter Charakter oder eine gute Protagonistin. Gut. Mit Cersei, einer ziemlich bösen und machtsüchtigen Person. Wow. Ich glaube, das würde auf gar keinen Fall funktionieren. Also Triss Moralvorstellungen sind definitiv andere als die von Cersei. Eigentlich haben die beiden, die würden Feinde sein und keine Freunde.
Triss kämpft für das Gute, für eine freie Welt und Cersei ist ja so die Königin, die alles unter ihren Händen wissen will und überall die Macht haben möchte. Und also, sorry, ich glaube, die würden sich die Köpfe einschlagen. Stoppen. Was ist denn los? Ich möchte mal eine einfachere Mischung bekommen. Joffrey aus Game of Thrones. Wer mag Joffrey? Niemand! Zusammen mit Bella von aus Twilight. Ja. Ja, also, Joffrey, der kleine, nachtsüchtige Kerl, der alles alleine bestimmen will und eigentlich von nix eine Ahnung hat, zusammen mit Bella, die eigentlich stark ist. Stark für andere Personen, die sich stark macht für die Menschen, die sie liebt und die aber auch irgendwie wenig Skrupel hat, diese auch zu verteidigen. Ein Vampir und ein Kindkönig. Interessant, aber also nicht vorstellbar für mich, muss ich sagen. Also, die sind zu verschieden. Das würde einfach nicht gut gehen. Auch dieses Pärchen bitte stoppen. Okay, und zwar haben wir hier Peter und Edward Cullen. Peter aus Tribute von Panem und Edward Cullen aus der Twilight-Serie. Irgendwie könnte ich mir die gut zusammen vorstellen, muss ich sagen. Edward könnte auch bei Peter irgendwie ein bisschen den Beschützer raushängen lassen. Denn Peter ist für mich ein ziemlich... Also okay, er hat die Hungerspiele gewonnen, aber trotzdem ist er für mich irgendwie ein schwacher Charakter, der Unterstützung braucht, der sich ja auch von Katniss retten lässt. Und warum sollte Edward ihn nicht auch retten dürfen? Hm? Also, ich schicke sie. Schicke sie in ihr Glück. Und das letzte Pärchen. Okay, hier haben wir immer Aspen aus der Selection-Reihe. Zusammen mit Jon Snow von Game of Thrones. Geil. Also beide sind ja irgendwie Wächter. Beide, warum Aspen in die Wache geht, sind ja ein paar andere Gründe als die John hat. Aber trotzdem nehmen die ihren Job ernst und wissen, was zu tun ist. Und ja, irgendwie würden die sich auf jeden Fall gut verstehen, glaube ich. John und Aspen, das neue Traumpaar? Wer weiß. Auch dieses Pärchen möchte ich schicken. Ins Glück. Viel Spaß. So, das war der Stoppen- oder Schicken-Tag. Wenn ihr einen besseren Namen habt, bitte lasst mich wissen, weil irgendwie finde ich das nicht so passend, muss ich sagen. Aber wenn ihr Vorschläge habt, bitte in die Kommentare. Und wenn ihr Lust auf einen zweiten Teil habt, weil ich habe gemerkt, ich habe ein paar mehr Protagonisten in dieser Box, in dieser Dose, als ich jetzt hier ziehen kann, weil es einfach zu lange dauern würde. Dann sagt mir doch Bescheid, dann gebt mir einen Daumen hoch oder schreibt es in die Kommentare, wie ihr möchtet. Und dann gibt es einen zweiten Teil. Also, danke fürs Zusehen und... Achso, ich möchte auch ein paar Leute taggen. Ja, also ich glaube, ich schreibe die Leute nur in die Infobox. Also, wenn ihr wissen wollt, wen ich getaggt habe oder ob ihr erfahren wollt, ob ich euch getaggt habe, bitte einfach in die Infobox gucken und... Achso, natürlich tagge ich außerdem jeden, der sich getaggt fühlt. Ne? Also, wenn ihr findet, dass das cool ist und dass das Spaß gemacht hat, bitte, dann macht den Tag auch und schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn ihr das gemacht habt, damit ich mir eure Videos angucken kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao!